da der gute Richard. Entkommen in den Lagerhallen. Das sind ja eigentlich nicht nur Lagerhallen, das ist ja eine riesige Fabrik. Und alle so leer. Warum, hier ist niemand, absolut niemand. Finde einen Weg, um unbemerkt an den Kameras vorbeizukommen. Wieder ein Terminal, wir schauen erstmal. Wir können eine Drohne benutzen, eine Drohne, was ich da oben aufnehmen. Okay, die können wir wahrscheinlich dann in die Blickrichtung der Kamera stellen, würde ich vermuten. Ausreicht, wenn wir hier nur eine platzieren. Fällt auch gar keinem auf, wenn da plötzlich irgendwelche Container im Kamerabild sind, oder? So wie ist das hier? Oh, das könnte sogar, das reicht ja schon aus. Dann können wir hier die zweite einfach platzieren. Jetzt muss ich nochmal schauen. Das. Platzieren wir die mal hier. So. Können wir uns hier nochmal irgendwie umschauen mit der Drohne hier? Irgendwelche. Bringt das jetzt was, was ich hier gemacht habe? Oder? Ich glaube schon, ne? Ich weiß nicht, ich werde es gleich sehen. Ich werde gleich sehen, ob das was bringt, was ich jetzt gemacht habe. Oder ob ich das parallel zu den Streifen hätte machen müssen. So, aber eigentlich müsste ich jetzt ja hier unsichtbar sein. Und das ist der Fall. Perfekt. So, oh. Nein. Oh. Das hat noch gereicht. What? Okay, das war knapp. Aber es hat gereicht. Okay, wunderbar. Sehr schön. Wir hätten noch mehrere Container gehabt und hätten vielleicht weniger riskant machen können. Naja. Wichtig ist, dass wir rausgekommen sind, vorbeigekommen sind an den Kameras. Wir müssen uns aber beeilen, weil das fällt bestimmt irgendwann jemanden auf, wenn da plötzlich die Container am Weg stehen. Aber im Moment sind wir noch Tracy. Unentdeckt. Ein Hologramm. Guck erstmal, was hier steht. Untersuchen. Upload fehlgeschlagen. Sekundäre Daten abgelehnt. Ersatzvater bereitgestellt. Nannybot Sally. Sie haben sie tatsächlich hochgeladen. Was? Upload fehlgeschlagen. Sekundärdaten abgelehnt. Ersatz-Avatar bereitgestellt. Was zur Hölle haben die mit ihr gemacht? Ich muss James finden. Habe ich gerade Ersatzvater gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja gut. Untersuchen. Newman Linda. Thoth, Nolan Tracy. Okay. Untersuchen. Newman Linda. Wurde sie etwa in diesen Bot hochgeladen? Nanny. Huch, hallo? Ja. Da ist niemand drin. Was ist das hier? Hologramm. Lehman Patrick. Den kennen wir doch. Patch wird vorbereitet. Kennen wir den? Mir kommt der so bekannt vor, der Typ.
War denn irgendwann ein Nachrichtendings drin? Wer bist du? Lehman Fett. Oh Gott, was ist denn der Name? was ist das hier? Nachricht von Olga Urano. Eure schöne neue Welt ist wohl doch nicht für jeden. Es tut mir leid, Robert. Dr. Kurtz will nur das beste genetische Material mitnehmen. Okay, gut. Nur das beste genetische Material mitnehmen. Ein Board. Jüngste erfolgreiche Uploads. Walter O'Neill. Ja. Walter O'Neill. Donnerstag, hochgeladen in Quellen 41, erfolgreich fehlerhafte Verluste. Da kommen wir nicht durch, weil wir die Karte brauchen. Upload-Klassen für City 5. A, keine Gedächtnismodifikation, Körper wird konserviert. Gedächtnismodifikation, Körper wird konserviert. Gedächtnismodifikation wird entsorgt. Avatar ohne biologische Quelle, Upload-Wege starten, Körper wird entsorgt. Das kann man benutzen, den Cloud haben wir untersuchen mal. Natürlich sehen wir uns drüben, meine Liebe. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Es ist schon einiges schief gegangen. Erstmal die Türen entriegeln. Das geht so einfach ohne Sicherheitscode? Ich glaube nicht. Oh ja, da ging was schief. Holen Sie mal alle Kamera ausgewichen und jetzt plötzlich. Atlantic Skywhale M688 über Berlin. Halt! Aufhebung! Mist! Bitte nehmen Sie die Hände hoch! Okay, warte! Nicht schießen, okay? Beide ausschalten. Das wird nichts. Aber das kann ich machen. Was denn? Oh. Ja, dann kann ich ja einfach sagen. Bumm. Und gute Nacht. Hey! Was zum Teufel ist hier los? Tja, du bekommst Hilfe, Richard. Denn ohne Hilfe wärst du jetzt nicht halt hier rausgekommen. Gut, wir können jetzt auch darüber gehen, oder? Wo sind wir denn reingekommen? Da drüben? Da kommen wir mal hier. Da waren die Bots, ne? Genau, die waren hier, aber ich glaube, mehr gibt's ja nicht. Das ist wie so eine Ladestation hier. Würde ich vermuten. Was in dem Behälter da drin ist, möchte ich gar nicht wissen. Öffnen. Die haben wir gerade entriegelt. So, wieder ein Cloud Hub. Untersuchen. Von Raymond Kurtz diesmal. Habe deinen Entwurf für die Rede gelesen. Bewegend, wie immer, meine Liebe. Nur über den Selbstzweifelpart bin ich mir nicht sicher. Fühlt es sich wirklich so falsch an? Ich glaube nicht, dass wir den großen Tag mit so viel Wehmut beginnen sollten. Also er ist überzeugt von all dem, was er tut. Natürlich ist er das. Untersuchen wird auch den Cloud Hub noch. Wieder von Herrn Kurtz. Ich finde es wichtig, dass wir unseren Gläubigern zeigen, wir teilen eure Zweifel. Was wir tun, ist monströs. Wir sollten das nicht einfach ausblenden. Das unterscheidet die Guten von den Bösen. Wenn alles so einfach wäre. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Was Sie hier sehen, ist unsere Upload-Unit. Sicher können Sie es kaum erwarten, sie selbst auszuprobieren. Momentan laden wir täglich 750 Personen hoch. Alles sorgfältig ausgewählte Menschen, die einen Neuanfang machen und eine bessere Welt bauen wollen. Sie, unsere Investoren, werden also in bester Gesellschaft sein. Wie Sie wissen, ist unser Projekt in eine entscheidende Phase getreten. Die autonome Stromversorgung funktioniert. Alle Datennetze sind zur Trennung vorbereitet. Jetzt stehen wir kurz vor dem Ziel. Denn unser AI-Projekt ist ein fantastischer Erfolg. Möchten Sie ihn einmal sehen? Das ist er. Das ist James. Wir haben jahrelang an seiner Synthese gearbeitet. Er ist natürlich geboren worden im Körper einer biologischen Frau, wie Sie und ich. Und er hatte eine richtige Kindheit. Ich darf sagen, dass er unsere Erwartungen weit übertroffen hat. Wir haben ihn und seine Familie letzte Woche hochgeladen. In City 5 wird er sich exponentiell weiterentwickeln. Er ist die Blaupause für unsere Zukunft. Ein Quantensprung der geistigen Evolution. Warum ausgerechnet ein Kind? Unsere KI sollte Moral entwickeln, bevor sie die Grenzen unseres Verstandes sprengt. Denken Sie nicht? Ich zeige es Ihnen. Sagen wir, dies sei die Leistungskraft unseres menschlichen Gehirns. Nun sehen Sie, wozu James' Gehirn in der Lage sein wird. So weit, so gut. Aber was haben Sie davon? Sehen Sie, was in einer virtuellen Umgebung mit Ihren Gehirnmustern möglich wird. Ihr Geist wird keine Grenzen kennen. Ihr Leben wird keine Grenzen kennen. In City 5 werden Sie alle perfekt sein. Was zur Hölle? Boah, das war das schon so ein kleiner Gänsehaut-Moment. Ja, Richard, ich fühle mit dir. Richard! Gott sei Dank, ich dachte schon... Fass mich nicht an! Und jetzt hau ab. Richard, bitte! Ich verstehe dich ja, aber... Gib mir eine Chance, das wieder gut zu machen. Du hattest deine Chance. Hau ab! Los, geh schon. Und spar dir das Theater mit dem Husten. Lass den Blödsinn. Ich... Lydia? Lydia? Verdammter Mist. Hey, geht's denn? Kommst du zurecht? Oh Gott, du blutest ja. Ja, das ist normal. Ich hab nicht mehr viel Zeit, verstehst du? Du bist noch keine 30. Für jemanden wie mich ist das viel, Richard. Ja, Lebenserwartung haben wir gerade gelesen.
anderes. Was ist denn mit Tracy und James? Sie haben sie in ihre VR hochgeladen. Aber das spielt keine Rolle mehr. James ist... Ich weiß. Ich habe die Rede gesehen. Über die Monitore. Er ist künstlich, Lydia. Eine Art Super-KI. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe mich Breakpoint an und jage den ganzen Mist in die Luft. James ist immer noch dein Sohn, Richard. So oder so, du kannst nicht einfach hier sitzen bleiben. Vielleicht sind ihre Körper noch irgendwo hier. Sie haben sie auf ein Skywhale nach Berlin verladen. Dann komm jetzt, wir finden sie. Die Station wird evakuiert, Lydia. Sie nehmen alles mit. Dann müssen wir denselben Weg nehmen wie sie. Wie stellst du dir das vor? Komm schon, Richard. Wir schaffen das. Natürlich schaffen wir das. Auch wenn gerade alles aussichtslos erscheint. Eine neue Menschheit. Richard hat sich Kurts Rede angehört. Muss ja sagen, beeindruckend. Beeindruckend, beängstigend. Was können wir hier noch machen? Benutzen können wir das. Sieh dir das hier an. Das sind Datenbanken. Riesige Datenbanken. Dataverse. MoveScan. CloudScan. Robodat. Mein Gott. Die scannen wirklich alles. MoveScan kennst du. Das ist die Datenbank mit Körperbewegungsprofil. Steve hat darin für mich Abfragen gemacht. CloudScan speichert die gesamte Kommunikation in der Cloud. Aber Robodat, davon habe ich noch nie gehört. Das ist eine Datenbank sämtlicher Bot-Aufzeichnungen. Verstehst du? Was Bots, Drohnen, Cabin Cars und HoloLenses sehen, was sie hören, was sie wahrnehmen. Das alles wird gespeichert. Alles verschlagwortet. Mit IDs, inhaltlichen Tags, Orten, Gebäuden, Zeiten. Damit lässt sich jedes Leben rekonstruieren. Selbst von Leuten, die keine AR verwenden. Damit kann man eine Weltsimulation bauen. Alter, nimm das Ausmaße an. Boah. Wir könnten uns hochladen lassen. Wie bitte? Warum nicht? Ich könnte leben. Du wärst wieder bei deiner Familie. Das ist kein echtes Leben, Lydia. Woher weißt du, dass das hier das echte Leben ist? Weil es sich mies anfühlt. Das ist schon ein Beweis dafür, ja, weil in der neuen Welt sind ja alle quasi perfekt und ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Weil es sich mies anfühlt. Das hat ja offenbar als Antwort genügt. Ich meine, reicht ja auch. Gibt es einen Grund, warum hier so viele Container auf dem Weg stehen? Ein bisschen unordentlich, ne? Fracht. Wir müssen in den Skywhale M688. Das ist nicht der richtige Container. Okay, M688. Dann schauen wir mal, ob wir den finden. Den können wir nicht rein. Den hier. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wahrscheinlich ist er ganz hinten. Nicht. Da ist schon. Okay, wir gucken auch noch mal das Terminal ganz kurz an hier. Atlantic Skywhale M688. Annehmen? Wo bist du, Junge? Wir müssen ihn finden. Kann ich hier irgendwas drücken? Nee. Hier kann ich nicht drücken. Schade. Aber der hier war es, ne? Der hier im... Der hier. Okay, dann gehen wir jetzt einfach dazu rein und dann werden wir transportiert. So einfach.
wird sein. Wahrscheinlich kommt jetzt ganz zufällig jetzt schon die Drohne und holt's ab. Natürlich kommt sie ganz zufällig genau zu dem Zeitpunkt. Und nimmt den hier mit. Zusammen mit uns. Machen wir uns auf den Weg, um vielleicht doch noch die Familie zu retten.